Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Im letzten Part haben wir hier eine ziemlich große Ausdauerschlacht quasi angefangen. Und ich bin mal der Meinung, dass wenn wir jetzt da oben, ich habe mal überlegt, wenn wir da oben die Festung einnehmen und die Leute kommen lassen, dann wäre das, glaube ich, ideal. Das heißt, ich werde jetzt mit meinen Leuten versuchen, dort oben die Festung einzunehmen. Besonders zum Beispiel so ein Libra, der soll da drauf stehen. So eine Sully soll da drauf stehen. Und ein Keller. Und der Rest ist dann halt in der Mitte eingekesselt von dem Rest, die dann von außen vielleicht alle erledigen oder sowas. Ich werde den Rest dann kommen lassen und gucken, wie lange die Leute kommen. Sie kommen alle auf uns zu, okay. Ja, erober mal bitte hier die Festung. Sehr schön. Ja, ihr beide kümmert euch noch hier um den Rest. Das kriegt ihr locker hin, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, kein Problem. Obwohl 7 Damage, der ausgeteilt werden kann, das ist doch ein bisschen heftig. Nicht getroffen. Okay. Sehr schön. Bam. That's it. Definitiv. So. Du gehst hier auch drauf. Vernichtest ihn. We can do it. Ja. Meine Lords, die machen das. Die sorgen dafür, dass dann der Rest sich dort oben in den Festungen verschanzen kann. Dann werde ich in den Festungen ausharren, bis keine Einheiten mehr kommen und dann vorpreschen. Das ist meine Taktik. Jetzt würde man sich denken, oh, du kannst hier auf der Brücke auch stehen. Ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt. So, ich habe aber auch Angst, dass jetzt jemand da direkt aus der Festung sprießen kommt. Deswegen, ich würde ganz gerne schnell die Festung einnehmen. Niemand da, okay. Gönnt euch alle einfach mal die Festung. Ja. Keine Ahnung. Warte, wo kannst du hinlaufen? Ja, du kannst die Festung einnehmen. Nimm die Festung. Hauptsache jemand steht drauf. Sehr gut. Das ist perfekt. Ah, nun ist auch die Frage, wäre es nicht clever, hier unten auch dann zum Beispiel eine Festung einzunehmen? Das ist nämlich meine nächste Idee, ob ich jetzt nicht mit Chrome versuchen möchte, hier auch Festungen einzunehmen weiter. Ich meine, meine zwei Teams hier, die kommen alleine klar, ne? Oder ob ich nicht Kellern weiter runterschicke. Ist eine Idee. Da oben kann niemand mehr kommen. Da oben kann niemand mehr kommen. Kellern, du gehst auch runter. Nimmst eine Festung ein. Gönn's dir. Klasse! Das Filium hat sich ausgezahlt. Waffenfertigkeit erhöht. Sehr schön. Ja, bleib mal hier. So, ja doch, ich schick euch beide los. Und du bleibst hier auf der Festung. Klingt nach einem Plan. So, Kellam gönnt sich hier die Festung. Und Chrome würde ich sagen. Nee, warte. Was machen wir? Da hinten sind auch zwei Festungen. Ja, nee. Andere Taktik. Keller, also Chrome nimmt sich die Festung. Keller geht eventuell hier hin und versucht dann die Leute auch anzulocken. Ja, genau, das ist meine Idee. Klingt nach einem Plan. Für mich. Vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, einen Heiler hier loszuschicken. Trennt euch mal. Ja, ist okay so. Ihr rennt auch runter und gönnt euch eine Festung. Damit niemand kommen kann. Rein mit euch. So. Ihr geht jetzt in der... Ihr holt euch eine der beiden Festungen da hinten. Schicke ich Libra los. Ja, ich heile ihn erstmal. Stab. Heilung. Heil dich, Libra. Sehr gut. Und dann schicke ich Libra los. Der soll dann da unten als Heiler noch fungieren. Dann kann ich die ja zur Not die beiden auch aufteilen und dann hat dann auch jeder eine Festung. Das wird schon alles. Gut. Ab hierhin. Du wartest dann ab, wer dann alles so angekrochen kommt. Hoffentlich kommen da jetzt keine Magier. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ich gehe mal hier hin, damit ich ein bisschen flexibler bin.
Und jetzt hoffentlich, dass die Gegner ein bisschen kommen. Ja, sie kommen. 3 Damage ist halt nix, ne? Fall nicht auf einer Festung. 3, okay, ist nix. Alles gut, alles gut. Ihr beiden. Alles wunderbar. So, da kommen sie alle angekrochen. Ja, doch. Es läuft sogar... Doch, es läuft wie geplant. Es gefällt mir. Geht hier hin. Hey, wer hat denn diesen Schrott hier rumliegen lassen? Tikis Träne. Nice. Zum Vorrat. So, vielleicht helfe ich doch Kellam. Vielleicht wäre das doch clever, ihnen hier zu helfen, besonders mit den ganzen Magiern. Da ist Gangrel direkt. Fuck. Was mache ich? Ich will... Nee, trennt euch mal. Nee, nicht so. Eigentlich... ich wollte eigentlich Taya losschicken. Fuck. Ja gut, sie werden unweigerlich auch dann in meine Richtung gehen. Nicht, dass Kellam dann alles alleine nehmen muss. Geh auf einen Langspeer. Geh auf einen Langspeer. Damit du zurückschlagen kannst, wenn sie aus der Ferne angreifen. Be strong. Bam. Ja, wunderbar. Puh. Alles gut bei dir. Alles gut. Mach dir keinen Kopf. So, du hast, hier, Items. Geh auf Donner. Ja. Geh auf Donner. Und dann warte. Dann warte. Ja. Kein Problem für Kellam. Zero Damage. Der wird zerstören. Was? Palin, du hättest mit angreifen können. Puh, ja, alles gut. Mach dir keinen Kopf. Das wird auch alles kein Problem. Ja doch, ich hab mal meinen Kopf benutzt, ne? Könnt mir nicht sagen, dass ich die Mission nicht irgendwie gut gemacht habe bisher. So, das kriegst du auch hin. Warum auch immer der jetzt nicht auf... Ja, er ist nicht auf Distanz gegangen, weil... Ja, weil er so oder so getroffen werden würde. Vielleicht hat er von der Nähe höhere Trefferchancen. Okay, er geht hier auf mich. Ist nicht schlimm. Ja. Nicely done. Ha! Doppel-Level up! Kann ich eigentlich Fudichan auch mit einem Meistersieger erweitern? Das nenne ich Fortschritt. Sehr schön, Lonzu. Besser. Okay, das ist nix. Kein Problem für den guten Kellam. Alter, er krittet dich in den Tod. Mit einem fucking Langspeer. Da hast du ihn wütend gemacht. Dass du dachtest, du könntest ihn schaden. Oh. Ihr Maden wuselt in Ruhen, damit ihr den Stiefel nicht seht, der euch zertritt. Ah, ein Donnerschwert. Ja, er kann so einen Lichtstrahl machen, ja. Kein Schaden. Er kriegt 23. Der kriegt so hart auf die Fresse. Okay. Weißt du was? Mich interessiert gerade eine Sache. Mich interessiert halt echt gerade eine Sache. Geh mal hier hin. Kellam wird ihn einfach töten. Passt schon. Tausch. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Vorrat. Du hast sicher noch ein Meistersiegel. Ich will mal gucken, ob das geht. Ich weiß nämlich nicht, ob das geht. Nehmen. Dann, tauschen. Ja, keine Ahnung. Nimm das verbrauchte Donner weg. Mach einfach. Passt schon. Warten. So. Verschwinde. Du? Ja. Mach einfach. Mach einfach. So, ihr geht hier hin. Trennt euch, damit safe ist. Keine Leute kommen. Ja, jetzt ist Gangrel eh tot. Okay.
blinder kleiner Prinz. Deinem Volk bist du egal. Du bist allein. Jeder lebt und stirbt allein. Level up! Dieser Stimmungsbrecher. Was? Das geht besser, Keller. Das geht besser. Nice. Drachenstein, Donnerschwert. Jo. Ich hätte die Truhe gern mitgenommen, aber naja. Gaius runterzuschicken, da habe ich nicht dran gedacht. Das hätte zu lange gedauert. Mein Herr, die Plegianer ergeben sich. Wir haben sofort den Befehl an unsere Truppen, sämtliche Kampfhandlungen einzustellen. Jawohl, mein Herr. Jetzt warten wir auf ihren Abgesandten und dann beenden wir das Blutvergießen endlich. Das alles fühlt sich nicht wirklich wie ein Sieg an. Es sind die bitteren Siege, die uns stärker machen, mein Junge. Regner Ferox hat heute viele gute Krieger verloren. Kümmern wir uns um die Toten. Danach geht es an die Ausbildung der Lebenden und den Wiederaufbau der Armee. Tut mir leid, Flavia. Ich wünschte, wir hätten diesen Krieg alleine führen können. Idis wird deinem Reich jedwede Schuld begleichen, soweit es möglich. Oh, wie wäre es, wenn du mir das Fire Emblem aushändigst? Ha, schau nicht so. Du kennst doch den Feroxer Humor. Mach dir wegen unserer Finanzen keine Sorgen, Chrome. Plegia wird die Kriegsentschädigung, für die Kriegsentschädigung aufkommen. Ich sah ihre Schatzkammer. Sie können sich die Entschädigung ohne weiteres leisten. Ja, wer zwischen Flavia und einer vollen Goldtruhe steht, ist zu bedauern. Ich werde daran denken, solltet ihr je zu Besuch nach Edisto kommen. Captain. Mein Hauptmann! Sumia! Oh, mein Hauptmann, ihr habt es geschafft, ihr seid wohlauf. Ihr habt die ganze Zeit zusammengekämpft. Lassen wir den beiden ein wenig Ruhe. Sumia, du erdrückst mich. Seid ihr verletzt? Gar verwundet? Ihr seht so müde aus. Krom, sag doch was. Ich versuche es ja. Flavia, Fuli-chan? Vielleicht sollten wir... Ihr wisst schon. Macht nur so weiter, ihr Turteltäubchen. Ich bin dann weg. Ich bin eh schon verheiratet, Krumm. Tudum. Sumia, weine nicht. Verzeiht, es ist nur... Und entschuldige dich auch nicht. Ich hatte letztens wenig Zeit, in Ruhe nachzudenken. Daher bin ich froh, dass ich eine habe, die sich um mich sorgt. Besonders, wenn diese Person jemand ist, die so gut mit Pegasi umgehen kann. Ihr habt so viel durchgemacht. So viele haben gelitten und starben aufgrund meiner Taten. Ich fürchte, meine Schwester war ein viel besserer Regent, als ich es jemals sein werde. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir haben alle so hart für euch gekämpft, für eure gerechte Sache. Warum sollten wir das für einen Mann tun, an den wir nicht glauben? Thank you. Danke, Sumia. Du hilfst mir immer, in allen Dingen etwas Gutes zu sehen. Für mich seid ihr das Beste aller Dinge. Listen. Sumia? Ja? Right. Ich bin bei weitem nicht perfekt und du hast etwas Besseres verdient. Aber deine Nähe gibt mir Kraft. Also, wenn du willst, willst du meine Frau werden? Yes. Ja! 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 Oh, ja! Good. Das ist wundervoll. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht, weil... Nun, wie dem auch sei. Hier, nimm das. Du sollst ihn haben. Dein Ring. Aber er trägt doch das venezianische Wappen. Krumm, den kann ich nicht annehmen. Doch, kannst du. Er wurde mir von meinen Eltern zu meiner Geburt geschenkt. Sie wollten, dass ich ihn der Frau gebe, mit der ich mein Leben verbringen will. Nimm ihn, bitte. Und sei gewiss, dass ich dich ans Ende meiner Tage lieben werde. Oh, thank you. Mein Hauptmann. Nein, Chrome. Danke. Ich schwöre dir,
dass ich deine Liebe 100-fach erwidern werde. Wenn das so ist, bin ich ein glücklicher Mann. Leider muss ich dich bitten, etwas Geduld mit mir zu haben. Zunächst muss ich die Spuren des Krieges beseitigen und mich um mein Volk kümmern. Danach können wir unser gemeinsames Leben beginnen. Ich warte bis in alle Ewigkeit, wenn nötig. Ich kann es immer noch kaum glauben. Dies ist wie ein Traum für mich. Um uns herum ist so viel Schmerz und doch... Ich glaube, das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Mir geht es genauso. Ich weiß, gemeinsam werden wir Freude in den Palast bringen. Ich werde alles tun, damit wir uns dort zu Hause und glücklich fühlen, meine Liebste. Mein Liebster. Und so endete der Krieg zwischen Elise und Plegia. Prinz Krom und Fulichan arbeiteten unermüdlich am Wiederaufbau von Elise. Dies war keine leichte Aufgabe, denn der Krieg war eine harte Last für das Reich. Doch Arbeiter aus Ferox und Gold aus Plegia schufen eine Ära des Friedens. Der Prinz verzichtete aus Respekt vor seiner Schwester auf den Titel des Erhabenen. Dennoch verlangte das Volk bald darauf eine Ehefrau an Kroms Seite. Und Krom wusste tief in seinem Herzen schon lange, wer diese Frau sein sollte. Die Hochzeit war ein fröhliches Ereignis und wurde von Tausenden besucht. Scheinbar waren endlich die letzten Wunden in der Geschichte von Elise geheilt. Aber dann, 2 Jahre später... Wir speichern mal den Vortritt. Sire. Ein Bote aus Regner Ferox Hoheit. Schicken wir dir gleich zu mir. Yes, sir. Ja, mein Herr. Lal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 a, ich gehe auf meinen Posten. Was? Wer bist du denn? Ach. Prinz Krom, ich komme im Auftrag des regierenden Kahns Flavia? Nun, das ist eine Überraschung. Gibt es ein Problem? Ich befürchte, dem ist so her. Kahn Flavia wünscht, sobald wie möglich ein Treffen zu arrangieren. Was ist denn passiert? Unsere westlichen Nachbarn aus Valm haben aufgehört, gute Nachbarn zu sein. Der Imperator, den sie auch den Eroberer nennen, hat seine Kriegsflotte entsandt. Eine Invasion. Ist das sicher? Ja, Hoheit. Kahn Flavia hofft, euch so schnell wie möglich in Ferox zu treffen. Wie denkt ihr darüber, mein Herr? Right. Das hört sich auf jeden Fall nach Ärger an. Wir werden uns sofort zu Flavia begeben. Alles klar. Entschuldigt. Krom. Forgive me. Ich würde bleiben, wenn ich könnte, so mir. Aber wir schulden Regner Ferox eine Menge. Ich muss persönlich nach Ferox gehen, um zu entscheiden, wie wir handeln sollen. Yes. Ich bitte dich auch nicht, hier bei mir zu bleiben. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich dich begleiten werde. Oh, lol. Aber Lus... What? Wait. What? Oh, jetzt verstehe ich einiges. Es ergibt Sinn. Aber Lucina wurde gerade erst geboren. Sie braucht ihre Mutter. No. Kann sich nicht deine Arme um sie kümmern, wie bei dir und Lissa? So ist es doch Tradition im Haus Elise, wenn ich mich nicht irre. Lucina ist ein starkes Kind. Das Mal in ihrem linken Auge ist nicht das einzige, was du ihr vererbt hast. Ich mache mir nicht nur Sorgen um unsere Tochter, sondern deinetwegen. Das ist nett, aber ich komme trotzdem mit dir. In Ordnung. Sumi hat dich ja ganz schön um ihren kleinen Finger gewickelt, was? Lissa, fall du mir nicht auch noch in den Rücken. Versprich mir wenigstens, dass du dich nicht unnötig in Gefahr begibst, Sumi. Lissa und ich mussten ohne unsere Eltern aufwachsen. Wir haben immer ein M, aber unsere Tochter hätte niemanden. Ich will nicht, dass Lucina ohne eine Familie aufwächst, die sie liebt. Yes. Ich werde vorsichtig sein, das verspreche ich.
Und dann sind sie alle gestorben. Ich reite voran und versammle eure Gefährten, mein Herr. Danke, Frederik. Ich bin beeindruckt, Krumm. Du bist ein fähiger Regent. Nicht schlecht für einen Mann, den ich einst für einen Schafhirten hielt. Hm. War ich wirklich so schlimm? Nein, ich denke nicht. Du bist allerdings reifer geworden als Herrscher und auch als Vater. Ich hatte keine Wahl. Emeryn liebt Elise und ich muss ihr Vermächtnis bewahren. La 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 la, lauf nach Ferox. Es geht. Verzeih, dass ich nicht früher hier sein konnte, Flavia. Hey. Hauptsache, du bist jetzt hier, Krumm. You all right? Ist es wahr, dass die Flotte von Valm in See gestochen ist? Ja, allerdings gibt es noch viele unbekannte Details. Einen Moment. Ochse! Hey, Ochse! Wo versteckst du dich? Du kackköpfiger Narr! Krumm ist hier! Ah, gut, dass du hier bist, mein Junge. Ich wusste, du würdest kommen. Ich denke, du kennst diesen Mann hier. Er behauptet uns, Informationen bezüglich der Absichten von Valm geben zu können. Wer? Was redet der Mann, Fulichan? Ich habe keine Ahnung. Oh, dann kenne ich das Virion. Greetings. Seid gegrüßt, ihr edlen Damen und Herren. Wie ist es euch allen ergangen? Erlaubt mir, euch alle zu überraschen, indem ich euch meinen Namen nenne. Virion, wir kennen dich doch alle. Die Dame an deiner Seite ist mir jedoch bisher nicht vorgestellt worden. Ha! Ihr wisst überhaupt nichts. Seid bereit für das Ende meiner Scharade. Lange kanntet ihr mich nur als schneidigsnaller Schütze. Doch das war nicht alles. Für wahr, es war nur eine Maske, hinter der ich mich verbarg. Denn tatsächlich bin ich... Darf ich mich vorstellen? Herzog Virion und seine bescheidene Dienerin, Zecha. Seid gegrüßt, mein Herr. Ich bin geehrt. Zecha! Ihr habt jetzt meinen großen Auftritt verdorben! Listen. Ist mein Vergnügen, Zecha. Könntest du anstelle deines Herrn sprechen? Well. Das könnte die Sache beschleunigen, ja. Good. Dann tu dies bitte. Die Zeit drängt ein wenig. So sei es. Zunächst zu unserer Herkunft. Wir stammen beide aus Roseanne, einem fruchtbaren Land auf dem Kontinent Valm. Er ist das Oberhaupt von Haus Virion und rechtmäßiger Besitzer dieses Landes. Eine Tatsache, an die er uns allzu oft und lautstark erinnert. Ist es nicht geistreich? Das habe ich sie gelehrt. Und warum hielt es ein Edelmann aus Valm für nötig, das Meer zu überqueren? Valm war ursprünglich nur ein weiteres kleines Königreich auf unserem Kontinent. Wäre sein Name nicht der des Kontinents, hätte man seine Existenz fast vergessen. Und das wäre auch so geblieben, hätte das nicht Valhard, der Eroberer, geändert. Eins nach dem anderen unterlag die Nachbarreiche der Macht des Eroberers. Mir blieb nichts übrig, als zu fliehen. Ich meine natürlich, neue Verbündete zur Verteidigung meines Volkes zu suchen. Darum kam ich hierher. Du bist um dein Leben gerannt. Mehr oder weniger, ja. Mein Herr scharte seine Habe und sein Volk um sich und flohen in Sicherheit. Ich blieb alleine zurück und behielt die Situation in Valm im Auge. Ich sah zu, wie der Imperator Valhard mühelos ganz Roseanne überwältigte und eroberte. Am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als ebenfalls hier in Ferox Zuflucht zu suchen. Zu meiner allergrößten Erleichterung. Heiratsfähige Damen müssen vor feindlichen Lanzenspitzen beschützt werden. Obwohl euer Tonfall in diesem Gespräch mein Interesse an euch geschmälert hat. Du bist verheiratet, Virion. Wie ich ihm schon sagte. Ja, ja, schon gut, es war bloß ein Scherz. Der Fortfahr... Verzeiht, aber ich denke, es wird Zeit, dass ich auf den Punkt komme. Valhard hat unseren Kontinent erobert. Jetzt werde ich dasselbe mit eurem machen. Sagt, Valhards Flotte werde in wenigen Tagen in unserer Küste landen. Bald werden wir also wissen, ob ihre Geschichte wasserdicht ist. Ich spreche die Wahrheit, ihr guten Leute. Und mein Herr ebenso, auch wenn Teile seiner Geschichte übertrieben sein mögen.
Sollen wir uns als Lügner weisen, so dürft ihr ihn gerne an meine Wyvern verfüttern. Oh, bei den Göttern! So geistreich! Ich glaube dir, sowohl mein Bericht als auch was die Bedrohung angeht. Basilio, wir mögen eure Häfen so bald wie möglich sichern. Seid gewarnt, Wyvern besitzt die stärkste Reiterei der Welt. Entsende Truppen, die sich nicht so leicht überrennen lassen. Meldest du dich freiwillig? Alles klar. Aber dafür machen wir erstmal die Sidequest, Leute. Ne? Vorher würde ich aber sagen, okay, wir haben Unterstützungsgespräche und was in der Kaserne. Oh, wir haben 4 in der Kaserne. Oh, so viel. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ich möchte aber ein bisschen was schauen, und zwar bei Fuli-chan. Können wir dich auch weiterentwickeln? Du hast ja Meistersiegel. Du kannst es verwenden. Großmeister, erfahrener Taktiker, der jeden Sieg möglich macht. Ja, gönn dir. Nun werden wir auch mächtiger denn jemals zuvor. Und wir werden alle unsere Feinde in den Boden rammen und vernichten. Und zerschnibbeln und zerbrutzeln und töten. Richtig cool, Mann. Naja, klasse. Ziemlich nice. Zeit, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wenn richtig, richtig stark. Einfache Windmagie, was? Achso. Ich habe aber... Ne, ich habe kein neues Waffenlevel bekommen. Nicht schlimm. Meine Werte sind ordentlich geboostet. Das ist ziemlich nice. Ja, gut. Was haben wir eigentlich für Unterstützungsgespräche? Kellam und Pallen? Das wäre dann... Wäre das... Ja, das wäre schon ein AR-Gespräch. Aber wirklich, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen entschuldige ich mich, wenn ich sage, dass wir hier einen Stopp machen. Sorry, wenn ich jetzt so unverfroren da sagen muss, aber naja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö, tschö.